Hallo und herzlich willkommen bei einer kleinen Zwischenfolge Pläne Kräfte. Diese Folge geht hier relativ kurz, ich weiß es noch nicht. Was ich sagen wollte. Am Anfang fehlt einem oft Alu. Und ich kann jetzt einmal kurz was zeigen, was eine relativ einfache Möglichkeit ist, zu ein bisschen Alu zu kommen. Hier, wo der Marker ist, ist ja unser Start, unsere Starthütte. Und hier hinten, da fliegen wir jetzt gleich einmal hin, ist ein Bereich, wo man Alu finden kann. Bloß aus meiner Erfahrung raus ist es eigentlich ziemlich schnell abgegrast. Okay, natürlich, jetzt habe ich es nicht mehr nötig. Ihr seht es ja oben rechts, wie weit ich schon bin. Ich wollte nur mal darauf hinweisen, dass man hier in diesem Ding auch noch Kisten finden kann. Und man glaubt es nicht, ich habe diese Kisten noch nicht entdeckt hier in diesem Spielstand. Jetzt fliegen wir hier mal rauf. Ich habe auf jeden Fall festgestellt, hier kommt man auch rauf, wenn man noch kein Jetpack hat. Und hier hinten sieht man es. Okay, da ist jetzt nur mehr eine einzige Kiste, da ja Wahnsinn. Hier sind drei Kisten. Wollte ich nur mal kurz zeigen. Anscheinend habe ich mich hier trotzdem schon mal irgendwann hochbewegt. Ich spiele ja diesen Spielstand schon ewig. Das nur mal kurz nebenbei. Ach, ich habe keine Nahrung. Was haben wir hier noch? Gemeine Larve. Okay, fliegen wir mal gleich zurück. Das dachte ich jetzt nicht. Ich dachte mal jetzt, hier liegen nochmal drei Kisten drin. Weil ich da noch nicht hingekommen bin. Aber ich habe es anscheinend trotzdem schon sauber abgegrast, die ganze Angelegenheit. So, gehen wir mal hierher. Dann kann ich zumindest einmal zeigen, was ich zwischenzeitlich alles mal off-cam gemacht habe. Als allererstes fangen wir mal hier unten an. Hier habe ich mal hier größere Schränke her. Für Schwefel ist auch schon fast voll, sieht man. Superlegierung ist schon randvoll. Dann habe ich hier mal einen Schrank angelegt, damit ich nicht immer hin und her laufen muss für diverse Nahrung. Okay. Dann gehen wir mal rauf. Also als erstes sieht man, wir haben hier schon, sind hier schon voll. Und ich freue mich dann schon aufs nächste Update und hoffe mal, dass das dann hier weitergeht. Okay. Hier sieht man, habe ich große Schränke angelegt. Hier für Iridium. Ich schaue mal nochmal nach. Okay. Ist schon richtig. Für Eisen. Eisen ist schon wieder randvoll. Dann Magnesium, ist klar, haben wir hier überall große Schränke. Auch zum Beispiel fürs Osmium, für Zeolith. Okay, das ist schon mal prima. Und dann habe ich, Moment, da müssen wir rauf. Dann habe ich hier oben mal ein bisschen was noch aufgebaut. Und zwar hier, gehen wir es mal durch, Pilze, Silizium, Wasser. Okay, da hört man schon das Gerät hier laufen. Ich schaue nur immer vorsichtshalber, ob das tatsächlich richtig eingestellt ist. Wasser, Honig, Bohnen und hier kommt dann Nahrung. Man sieht ja hier zum Beispiel 7 Terra-Token. Da könnte man sich schon mal überlegen, ob man irgendwann mal die Nahrung auch verkauft. Ja, und hier wird dann hergestellt Bioklumpen. Okay, jetzt haben wir einen neuen Bauplan erhalten, Insektenverteiler. Könnte man eigentlich dann gleich einmal eine Rakete losschießen. Denn dann machen wir hier Leiterplatten und hier Nahrung. Und hier sogar Pulsarquarz. Weil man stellt hier fest, ja, das ist jetzt gar nicht für unseren Spielstand so ungewöhnlich, was wir hier brauchen. Hier sieht man es ja. Osmium, Zeolith, Iridium, Uran, Methankartuschen.
Könnte man natürlich 25 Terra-Tokens uns holen. Aber da haben wir jetzt noch relativ wenig. Auf jeden Fall, diese Sachen lasse ich hier auch in Kisten reinlegen. Okay, da sieht man es zum Teil schon, wie die das sauber hier reinlegen. Da fehlt jetzt nur eigentlich, ne? Da fehlt jetzt eigentlich nur Uran. Schauen wir mal, okay, kommt sicher noch. Kein Thema. Dann habe ich hier nochmal einen Seitengenerator hergestellt und hier lagern wir dann unsere Bio-Klumpen. Okay. Jo, dann schauen wir mal doch, was wir für unsere Rakete brauchen. Dass wir in der Folge nicht nur das... Ich wollte jetzt eigentlich nur eine ganz kurze Folge machen und zeigen, dass da hinten diese drei Kisten liegen. Aber anscheinend habe ich in dem Spielstand das schon abgegrast. Ich war nämlich hoch erfreut bei einem anderen Spielstand, als ich mal da hochgehüpft bin und habe dann diese Dinger gesehen. Okay, Insektenverteiler. Ja, da brauchen wir drei Bienenlarven. Okay. Drei Bienenlarven. Da schauen wir natürlich gleich einmal hier rein, was wir für die Bienenlarven alles brauchen. Okay, gehen wir mal hier nach hinten. Was brauchen wir für die drei Bienenlarven? Ungewöhnliche. Ja, die Frage ist natürlich hammerungewöhnliche. Schauen wir mal rauf. Okay, da haben wir sogar drei. Dann würde ich sagen, dann mache ich einen kurzen Break und bin sofort wieder da, wenn ich die drei Bienenlarven habe. So, ich bin wieder zurück und wenn wir mal ein besonderes Schauspiel uns anschauen. Hier kann man massenweise Meteoriten runter. Braucht man natürlich nicht. Das ist alles Superlegierung, denke ich mir mal. Aber das ist natürlich in der Anfangszeit, wenn man hier startet, ein wahres Wunder, wenn hier die ganzen Superlegierungsteile runterkommen. Da kann man sich das hier zu Gemüte führen und kann auf die Schnelle hier riesen Fortschrittssprünge machen. Okay, natürlich alles vibriert, alles zittert. Und dann mache ich mal nochmal eine kleine Pause, bis das vorbei ist. Puh, es ist vorbei. Und jetzt werden wir doch mal hier schauen, ob man so eine... Ach, das Raketentriebwerk fehlt. Ich wollte sagen, ob wir so ein Ding hier starten können. Holen wir uns schnell das Raketentriebwerk. Das ist ja hier hinten. Da haben wir gar nicht mehr so viele. Aber ist egal. Können wir ja im Zweifelsfall dann auch relativ leicht herstellen. Okay, Insektenverteiler. So, schauen wir mal, wie das hier ausschaut. Auch ganz nett hier. Oh, prima. Das muss man doch sofort mal festhalten. Okay. Und dann starten wir mal. Okay, wäre natürlich schöner mit ein paar dementsprechenden Geräuschen. Jetzt schauen wir mal. Normalerweise geht ja dann immer ein bisschen Sturm los. Ob das hier auch so ist. Hier surren die Bienen im Kreis. Alles ruhig, soweit. Jo, dann würde ich sagen, dann beende ich jetzt mal diese Folge. Habe euch gezeigt, was ich zwischenzeitlich gemacht habe. Abgesehen von dem hier noch ein paar Blümchen aufgestellt. Und dann werden wir uns wiedersehen.
wenn das Update da ist. Da bin ich jetzt schon heiß und gespannt, was dann hier kommt. Was dann hier, gehen wir mal rauf, ob es hier dann schon Säugetiere geben wird. Okay, schaut bitte rein in die Infobox, da findet ihr meinen Programmkalender und könnt natürlich dann leicht nachschauen, wann ich wieder was hochgeladen habe. Und dann machen wir beim nächsten Mal fleißig weiter. Bis dann. Tschüss.